Hallo, ich grüße euch. Ich möchte noch mal eine Fortsetzung machen, mehr in Bezug dessen, was uns jetzt die nächsten Tage erwarten könnte. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, dass es einen Einsatz gegeben hat von den Special Forces und der ISIS-Chef da umgekommen ist bei dem Angriff. Da gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Die Demokraten haben sich furchtbar darüber aufgeregt, dass sie nicht von Trump vorher informiert worden sind. Und ein paar Stunden später kam raus, dass es eben dort eine Live-Schaltung gegeben haben soll, wo die Demokraten massiv ständigen Kontakt mit diesen Terroristen hatten, schon vorneweg, und dann eben live mitgekriegt haben, wie er dann gemuschelt worden ist von den Special Forces, und haben sich furchtbar darüber aufgeregt. Ja, aber wer mit Terroristen gemeinsame Sache macht und sozusagen die Sicherheitslage in der USA untergräbt, da braucht sich nicht wundern, dass er dann von Trump eben nicht rechtzeitig informiert wird. Man kann nur sagen, das ist die Verhinderung von Hochverrat und Verhinderung des Verrates einer militärischen Operation. Und da ist also Trump durchaus in der Lage, diese Festlegung so zu treffen. Und hat anscheinend auch die Richtigen informiert, also Putin wurde informiert. Muss er ja, weil er hatte dort eine Militärbasis dort. Und einige andere, die zu denen er Vertrauen hat, und dann ist die Sache dort durchgezogen worden. Jetzt müssen wir aber einiges wissen. Jetzt kommt es natürlich jetzt zu Racheakten. Ja? Und man muss jetzt wissen, dass die Racheakte durchaus in der Größenordnung von 11.09 passieren können, also den Angriff auf den World Trade Center, obwohl wir natürlich wissen, auch aus meinen Videos habe ich ja oft genug erklärt, dass es anders gemacht worden ist, als es wie es in der öffentlichen Darstellung passiert sein soll. Ne? Also Kalesow, dritte Wahrheit, solltet ihr euch mal angucken, und auch den Steuerstreit, wo der eine US, ich weiß nicht, was es war, ja, vorgeladen werden sollte, und just am Tag davor kam dieser Angriff auf das Pentagon, genau auf die Abteilung, die diese Steueraffäre bearbeiten sollte, ist schon alles komisch. So, also ich will das jetzt auch nicht weiter ausweiten. Ich wollte nur sagen, in welcher Größenordnung so ein False Flag-Angriff wieder passieren könnte. Und ich möchte euch einfach Hinweise geben, wie ihr euch bitte vorbereitet, damit ihr im Falle des Chaos, was da entsteht, mit der Folge, dass das Geldsystem umfällt, eben vorbereitet seid. Und deswegen nutzt jetzt die Zeit noch vor dem Feiertag. Wir haben ja morgen hier Feiertag. Reformationstag in anderen Ländern ist Allerheiligen oder so, glaube ich. Ja, der ist auch die Läden zu, also noch schnell einkaufen gehen, damit man genug zu essen hat, weil es könnte zu einem Crash des Geldsystems kommen, weil das Geldsystem jetzt schon beim normalen Lauf der Wirtschaft eben so angeschlagen ist. Wir hatten also schon drei oder vier beinahe Zusammenbrüche im September und Oktober. Und es ist durchaus möglich, dass die nächsten Einschläge heftiger werden. Und wenn dann so ein Terrorangriff passiert, wo also größere Infrastruktur beschädigt worden ist, dann könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert. Ne? Da braucht dann nur noch einen kleinen Schubs und dann ist das Geldsystem über der Klippe. Ja, da haben ja viele gesagt, ja, und die terroristischen Aktionen, die kann man nur dadurch eindämmen, dass man also das Bargeld entzieht. Ihr wisst anscheinend auch nicht, wie das läuft. Also die ganze Terrorfinanzierung läuft über die Organisationen vom Soros und von Rothschild und von ähnlichen Großunternehmen, die unter sich Haufen Firmen haben. Und die teilen zum Beispiel an die Open Society oder an andere NGOs Geld aus, und die organisieren die grünen Proteste, die die Wirtschaft sabotieren oder bestechen EU-Abgeordnete. Ich habe mal so eine Zahl gelesen: 273 Abgeordnete im EU-Parlament sind direkte Marionetten von diesem Großindustriellen. Also, es hat nichts mit einer Demokratie zu tun. Da wird auch nichts demokratisch entschieden. Das ist einfach nur verbrecherisch, was da läuft. Was anderes kann man dazu nicht sagen. So, entscheidend ist aber, was euch in eurer konkreten Situation ereilen könnte. Und da ist eben die Frage: Wie sieht es aus mit der Energieversorgung? Wenn also ein Crash kommt, dann habt ihr keinen Strom mehr. Ohne Strom gehen die Umwälzpumpen eurer Heizung nicht. Also habt ihr auch keine Heizung. Ohne Strom funktionieren die Wasserwerke nicht richtig. Also habt ihr auch kein sauberes Trinkwasser. Ohne Strom könnt ihr weder Internet noch Radio noch Fernsehen noch Kühlmöglichkeiten nutzen. Das bricht alles weg. Und wer darauf nicht vorbereitet ist,
Der kommt ganz schnell in Not und ohne Trinken ist es nach 3 Tagen schon Schluss und ohne Essen nach 3 Wochen. Das ist so die Regel im Survival. Und wer dann keine Vorräte hat, wird dort unter die Räder kommen. Und es gab eine Liste, die sogenannte Diegel-Liste, die hatte mal hochgerechnet, was dann passiert, wenn es eben zu so einem Ereignis käme. Und da hat man für Deutschland ausgerechnet, dass es ungefähr 28 Millionen überleben könnten. Die Frage ist, sind damit die Deutschen gemeint oder sind es alle gemeint? Ich gehe mal davon aus, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei einem Aufstand dieser islamischen Invasoren, die jetzt hier in dem Land leben, mindestens 10 Millionen Deutsche Tote zu beklagen sind. Und das allein nur deswegen, weil die Regierung Merkel seit 2015 die Gesetze missachtet. Ja, und da muss man sich schon mal überlegen, was meint man denn, wenn man Gesetze meint? Naja, also zunächst ist das mal so, dass man erst mal klären müsste, wer ist denn ja eigentlich der Staat? Wer hat denn eigentlich dafür zu sorgen, dass die Außengrenzen gesichert werden und dass gewisse Regeln gelten? Und da stellt man ganz schnell fest, dass die Bundesrepublik nur eine Nichtregierungsorganisation ist, die damals auf ein Konstrukt aufgesetzt hat, was da Eisenhower installiert hat. Eisenhower hat alliierte Verwaltung installiert und hat befohlen, diese Staaten zu nennen. Ja. Das ist weder eine Staatsgründung, noch ist es ein Staat, sondern es ist einfach eine Modalität der Fremdherrschaft, die eine Folge des ja, Zusammenbruchs des Nationalsozialismus war, der wiederum die Weimarer Republik geputscht hatte und die Weimarer Republik hatte den Staat weggeputscht. Also das ist die Nahrungskette. So. Dass dann eine DDR, eine BRD entstanden ist, ist eigentlich auch nur ein Ersatz dieser Besatzungsmacht. Und eine wirkliche Demokratie haben wir seit 28.10.1918 nicht gehabt. So. Und jetzt regen sich viele auf, ja, macht mal die Grenzen zu und das stellt sich Merkel natürlich hin und sagt, ich bin dafür nicht zuständig, der Staat ist zuständig, der Staat ist nicht handlungsfähig. So, und sie hat jetzt im Prinzip von Soros und seinen Konsorten Geld gekriegt, der hier für ein Chaos sorgen will, weil Soros Wetten gegen den Euro an der Börse platziert hat und dann Gewinn macht, wenn es den Euro zerlegt. Das ist im Prinzip, wenn man so will, ein Insidergeschäft. Insidergeschäfte sind, wenn jemand Börsenwetten oder Börsenpapiere platziert hat und oder über einen Dritten dafür gesorgt hat, dass die in einen Gewinn laufen, durch Störung, durch sagen wir mal Abfangen von Entscheidungen im Vorstand oder so. Also, dass jemand mit dem Wissen, was kein anderer Börsenteilnehmer hat, zu seinem eigenen Vorteil da irgendeine Wette platziert. Und genau das ist nämlich das, was der Soros gemacht hat. Deswegen werden seine Euro-Wetten mit Sicherheit auch kassiert. Und Trump hat ja auch gesagt, dass er eben Leute, die mit dem Verschleppen von Menschen, mit Kinderfickerei zu tun haben, dass deren Vermögen eingesammelt wird. Und soweit ich recht informiert bin, hat wohl Soros schon den ersten Haftbefehl von der Regierung von Malaysia gekriegt. Dann hat Russland, glaube ich, einen internationalen Haftbefehl rausgegeben. So, und wenn dieses Geldsystem vom Soros kassiert wird, dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich Auswirkungen hat. So, dass also große Teile des Währungssystems noch fragiler werden, wie es jetzt schon ist. Und deswegen hat auch Trump und auch Putin keine andere Möglichkeit, alles so schnell wie möglich ein Geldsystem unterzuschieben, bevor das Große zusammenbricht. Also sozusagen das Pferd unter dem Reiter zu wechseln und mit Reiter und Pferd durchs Ziel zu laufen, bevor das große Chaos kommt. Und das ist nämlich die komplizierte Situation. Und jetzt ist die Frage, wer könnte denn auf der Welt so viel Geld aufbringen, dass es gar nicht erst zur Krise käme? Und die einzige Organisationsform, die das könnte, ist das Deutsche Kaiserreich. Und zwar mit folgender Begründung. Das Deutsche Kaiserreich ist am 28.10.1918 weggeputscht worden. Und die Haushaltspläne für das laufende Geschäftsjahr konnte ja nur der kaiserliche Staat machen. Die Weimarer Republik ist ja nur der Bankräuber, wenn man so will. Ne? Die sind gekommen, haben den Kaiser mit Mord bedroht, haben die Abdankungsurkunden gefälscht, haben eine Regierung angesetzt, die selber nicht zeichnungsbefugt war für den Staat und haben dann einfach losgewurstelt. Ja. Das ist natürlich dann zu einem Wirtschaftschaos, einem Kollaps gegeben, kommen musste. In der Weimarer Republik ist ja klar, es ist logisch, wenn Sozialisten an der Regierung sind, geht es bergab.
ist bis jetzt immer so gewesen, in jedem Land, wo der Sozialismus regiert hat, hat es nie lange gedauert, war das Geld anderer Leute einfach alle. Und selber ist ja der Sozialisten in der Lage, eine Regierungskunst auf den Weg zu bringen, die es ermöglicht, dass jeder ein gutes Auskommen hat. Das war selbst in der DDR nicht wirklich gewährleistet. Es war nur für ein paar wenige wirklich gewährleistet. Aber es war zumindest noch an den Grenzen, dass keiner eine große Not hat. Und genau diese untere Grenze existiert das nicht mehr. Und wenn das Geldsystem abstürzt und die Sozialleistungen nicht mehr gezahlt werden können, die Regierung zumachen muss, die Parlamente geschlossen werden, was auch immer, weil Notstandsrecht verhängt wird. Und das Notstandsrecht, da hat die Bundesrepublik gar keinen Einfluss, das macht das Militär. Wir wissen ja, dass die Bundesrepublik immer noch unter einem Besatzungsvorbehalt steht. Das heißt, wenn die Maßnahmen, die die Merkel hier gemacht hat, die Regierung Merkel, dazu führen, dass der wirtschaftliche Kollaps kommt, dann setzt die USA hier einen General ein, der in Berlin einen Innenminister bestimmt, der in seinem Sinne Ordnung schafft. Da werden alle Parlamente zugesperrt, alle öffentlichen Verwaltungen, Bürgermeister und so weiter. Und sollte sich da jemand dagegen aufstellen, dann gibt es halt einen Haftbefehl. So. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass dieser eine Mann nicht in der Lage ist, jeden mit Essen und Wohnung und was auch immer zu versorgen. So, deswegen hatten wir im September 2000 schon einmal Pläne ausgearbeitet, wie man für genau diesen Fall das öffentliche Leben so absichern könnte, dass keiner zu Schaden kommt, keiner hungern muss, keiner tot geht, was auch immer. Und wir sind am Ende der ganzen Überlegung dabei rausgekommen, dass das Kaiserreich die einzige Organisationsform wäre, die seit 1918 bis heute Steuerforderungen hat. Und die sind in dieser Größenordnung, dass das gesamte Weltwirtschaftsvolumen mehrere Jahre sozusagen damit abgedeckt wäre. Aber das würde natürlich voraussetzen, dass dann Deutschland die Regeln macht, wie mit den Ressourcen der Welt umgegangen wird. Und dass jeder seinen Beitrag leisten muss und es nicht sein kann, dass Leute den ganzen Tag der Faulheit frönen. Und da aber viele andere Staaten eben diese Regeln nicht akzeptieren würden, dann stehen sie vor der Wahl, sich selber um alles kümmern zu müssen und werden natürlich dann dem Hunger und dem Elend zum Opfer fallen. Aber Länder, die sagen wir mal, sagen, wir schließen jetzt mit dem Kaiserreich ein Schutzgebietsabkommen ab, da wäre die Möglichkeit, das Geldsystem so lange zu stabilisieren, bis ein neues goldbasiertes Geldsystem auf den Weg gebracht worden ist, wo es alles wieder mit nationalstaatlicher Kontrolle ganz regulär weiterläuft. Es geht ja nur um die Überbrückung, dass es nicht zu einer Hungersnot oder zur Totalkatastrophe käme oder zu blutigen Bürgerkriegen. So, und dazu müsste eben die Regierung sich einig werden, ob sie vom Wutvolk gemeuchelt werden wollen oder ob sie sich Regeln unterordnen, die es bereits gibt und die überhaupt diesen Niedergang, diesen wirtschaftlichen Niedergang von Anfang an hätten verhindert. So. Aber ich gehe mal davon aus, Dummheit siegt in dem Land. Also wird es wohl so bleiben, dass die Regierung die Kapelle der Regierung spielt bis zum Untergang und dass dann die Anzahl der Toten in der Größenordnung sein wird, wie die Diegel-Liste das schon einmal aufgezeigt hatte. Und dort steht drin, es werden von den jetzigen geschätzten 110 Millionen 28 überleben. Also kannst du jeden 8. oder 9. gratulieren und der Rest würde die Auseinandersetzung einfach nicht überstehen. Ja, das ist die Situation, die wir haben. Ja, jeder Sechste. Kannst du gratulieren. So. Und dann kommt aber noch eine ganze Zeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, wo erstmal auch gar nichts geht und wo es auf dem Niveau des 18., 19. Jahrhunderts erstmal ein paar Jahre sehr schleppend gehen wird. Ich meine, die Handwerker werden kein Problem haben, die können sich helfen. Ja, es ist viel kaputt gegangen, es ist viel zu reparieren. Aber die ganzen brotlosen Künste, die Sozialpädagogen und diese, ich sage mal, die ganzen Schwarzbudenangestellten, die werden in ein bodenloses Loch fallen. Und die werden entweder Randale machen oder sie werden untergehen in dem System. So, einfach nur, weil man die notwendigen Maßnahmen schon hätte viele Jahre vorneweg angehen müssen. Und das hat die Regierung Merkel mit Vorsatz, kann man schon sagen, verhindert. Hat Leute als Reichsbürger beschimpft, die darauf hingewiesen haben, welche Gesetze hier wirklich gelten, wer für den Staat zeichnungsbefugt ist, wie die Regeln aussehen, wie man Staatsangehörige erzeugt.
sondern die haben einfach die Bilanz verlängert. Ne? Die haben also behauptet, die Staatsangehörigen würden dann schon für die Bundesschulden aufkommen. Jetzt ist es aber so, dass der Staat schon einmal selber bestimmen darf, wer zu seinen Staatsangehörigen gehört und wer nicht. Und das ist ganz klar im Rüsttag geregelt, wer Staatsangehöriger ist und wer nicht. Egal, was in eurem heutigen Ausweis drin steht. Die Regeln bestimmt das Rüsttag. So, nun ist es aber so, dass die Verwaltung der Bundesrepublik so nur eine scheinbare Staatsangehörigkeit ausgibt, die nämlich schon Adolf Hitler ist. Wobei das Tillerson-Urteil, das hatte ich ja in Teil 1 schon erklärt, festlegt, dass diese rechtliche Grenze gibt von dem 5.3.1933 und diese Grundlagen der deutschen Staatsangehörigkeiten, also das, wo in eurem Ausweis Deutsch drin steht, aus der Zeit vom Hitler stammt. Ne? Also der Hitler hat die deutsche Staatsangehörigkeit festgelegt, der war aber gar nicht dazu berechtigt, weil nämlich zum Beispiel seine Einbürgerung nicht gewährleistet ist, weil er nach Rüsttag nicht eingebürgert werden kann. Er hätte zwar aufgenommen werden können, wenn er Deutscher wäre, aber war ja Österreich-Ungar und das ist zu unterscheiden. Ja, deutsche Sprache und Deutscher ist schon ein Unterschied. Sondern er wäre Österreich-Ungar geblieben und hätte damit auch nicht Reichskanzler sein können. Er hätte zwar in irgendeiner Regierung mitarbeiten können als Berater, aber nicht als Reichskanzler. So, und wenn er also Gesetze ausfertigt, ist es ihm einfach nicht gestattet. Weil Gesetze darf nur derjenige ausfertigen, der in der Verfassung dazu befugt ist. Und in der Verfassung steht, dass das nur der Kaiser darf. So, nicht mal das Parlament selber, auch nicht mal der Reichskanzler selber, sondern nur der Kaiser. Der war berechtigt, das auszufertigen. Und er hatte das letzte Wort in der Monarchie. Er konnte sagen, nee, das machen wir nicht, das würde das Volk schädigen oder das würde nur Kriminelle an die Macht bringen. Und da konnte er jederzeit jede Gesetzesvorlage blockieren. Das ist nun mal in der Monarchie so, ist aber auch gut so. Und der Kaiser hat dieses Privileg auch nie missbraucht. Und er hat es genau am 28.10.1918 benutzt, um eine verheerende Verfassungsänderung zu stoppen. Das hat er auch erfolgreich gemacht. Deswegen ist die Verfassungsänderung vom 28.10. nicht vorhanden. Sie ist in der preußischen Gesetzessammlung auch nicht aufgenommen worden. So, also wissen wir, dass die Regeln des 27.10.1918 gelten und dort gibt es ganz klare Vorgaben, wie Staatsangehörige erzeugt werden, wie Haushaltsplan zu beschließen ist, wer überhaupt dazu befugt ist. Und da steht auch drin im Artikel 32, dass für die Mitglieder des Reichstages keine Entschädigung, kein Lohn und so weiter gezahlt wird, sondern dass die eine ehrenamtliche Tätigkeit machen, wobei man natürlich sagen muss, die hatten alle noch irgendeinen Job in der Verwaltung des Kaiserreichs gehabt. Und es wurden ihnen auch die Fahrtkosten zu den Behandlungen bezahlt. Also das war, glaube ich, so ein erste Klasse Gutschein für die Bahn, beziehungsweise eben auch Bus oder Pferdekutsche bis zum Bahnhof. Das ist alles bezahlt worden. Es war so ein Pauschalpreis, der so angemessen war, auf die Entfernung, die zurückzulegen war. Es wurde alles so pauschalisiert. Und ob da dann eine zweite Klasse oder dritte Klasse oder mit einem Pferdewagen oder mit einem Esel angereist ist, das hat dann die Verwaltung nicht interessiert. Das Kaiserreich war sehr einfach strukturiert, die haben ein Budget gehabt, das wurde gut verwaltet und die sind mit 4%, 4-10% Steuern ausgekommen, einfach weil es gut organisiert war. So, würde man das heute machen, hätten wir überhaupt keine Probleme mit dem Wirtschaftswachstum. Wir könnten als normaler Werktätiger 4 Feinunzen verdienen im Monat, das sind ungefähr 5.000 Euro auf Cash auf der Hand. Und die Rentner würden so bei 3 Feinunzen liegen. Also 3 Feinunzen Warenkorb ist schon, da muss kein Rentner klagen. Und da kann man auch eine ordentliche Wohnung beziehen, da kann man sich ordentliche Möbel einrichten von dem Geld. Da muss niemand nach Flaschen suchen. So, und diesen Wohlstand könnte man sofort haben. Wir müssten einfach nur eine ordentliche Regierung haben und ordentliche Gesetze und dann könnte von heute auf morgen der Rentner ordentliches Geld kriegen. Und da die Rentner das aber immer noch nicht einsehen und immer linksgrün wählen, brauchen sie sich nicht wundern, wenn sie mit 300 Euro abgespeist werden. So, das ist einfach nur selbstgewähltes Elend. Und je eher die Rentner das begreifen und je eher die Jugend begreift, dass sie mit ihren linksgrünen Demonstrationen die Wirtschaft ruiniert, desto eher geht es hier in dem Land wieder aufwärts. So. Und da aber Sachverstand und Regierungskunst in Deutschland Mangelware ist, müssen wir uns damit abfinden, dass wir auf eine tiefe Rezession und auf ein wirtschaftliches Chaos mit Bürgerkrieg zusteuern. Und für diesen Fall muss der kluge Mann halt vorsehen. Das heißt, sich mit Grundnahrungsmitteln, mit Tauschwaren, mit Trinkwasser vor allen Dingen einzudecken, damit er in der nächsten Zeit eines abzusehenden Zusammenbruchs des Geldsystems über die Runden kommt.
Und ja, da sagen wir, das wird ja nicht passieren, bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Dann möchte ich erinnern, dass es im September und Oktober bereits viermal schon gekocht hat. Dass nämlich der US-Repo-Markt schon an einem Crash vorbeigeschrammt ist. Es gibt die Regel an der Börse, dass eine Sicherheitshinterlegung so groß sein muss, dass sie auch 25% Marktschwankungen wegsteckt, einen bestimmten Asset. Ne? Weil einfach, wenn man ein Handel an der Börse platziert, es zu Latenzen kommen kann, sodass eine Position nicht rechtzeitig geschlossen werden kann. Und der Liquiditätsgeber will ja nicht zusetzen und der verlangt, dass 25% noch am Markt schon stehen müssen, bevor die Situation, die Position geschlossen wird. So, das rechnen die in Echtzeit aus und es dauert eben immer ein paar Millisekunden. Aber es kann jederzeit passieren, dass ein Kurs in extremer Zeit abstürzt und dann darf natürlich der Liquiditätsgeber, als er verpflichtet, die Kundengelder auszuzahlen, nicht pleite gehen. Ja, da kann man sich vorstellen, wenn es so ein Crash am Repo-Markt gegeben hat, wo nur noch 20% Margin da war, dass im Prinzip hier schon mal die börsenrechtlichen Bestimmungen nicht eingehalten worden sind, aber es ist zum Glück nichts passiert, weil die Fed halt Geld nachgeschossen hat. Aber das geht nicht ewig. Wenn man das fünfmal aneinander gemacht hat, kann man das Bruttosozialprodukt von dem ganzen Jahr verbrennen. Und das geht nicht. So, das heißt, die Einschläge kommen jetzt immer häufiger, weil man kann nicht Schulden mit Schulden bezahlen. Und es gibt jetzt auch ein neues Buch, was rausgekommen ist, glaube ich, am 30. Der große Crash oder wie das heißt. Aber dort ist eben keine Lösung aufgezeigt. Und die Lösung lautet, dass man aufs Kaiserreich zurücksetzen muss, weil das das einzige Land der Welt ist, was schuldenfrei ist. Es hat die Steuerforderung von 1918 bis heute. Auch die entsprechenden Zinsen und das, was im Versailler Vertrag geraubt worden ist, weil der Versailler Vertrag auch nicht gültig zustande kam, weil der Kaiser den unterschrieben hat. Und die, die unterschrieben haben, sowieso alle wegen Hochverrats verurteilt und hingerichtet worden wären. Also sozusagen Leute unterschrieben haben, die nicht dazu berechtigt waren. So, und wenn man den Versailler Vertrag, also was da aus dem deutschen Land rausgeleitet worden ist, durch Vertragsfälschung und was auch immer, wieder zurückersetzt, weil es halt eine Plünderung ist. Ja, dann hat man so viel Geld und Sicherheiten, dass man das Geldsystem zumindest 2, 3 Jahre über Wasser halten kann, ohne dass eine Gefahr besteht, dass irgendeiner zu Tode kommt oder große Zahlungsausfälle passieren. Aber es geht eben nur, wenn gewisse Regeln eingehalten werden. Und solange eben Schuldenstaaten nicht bereit sind, die Regelwerke zu akzeptieren, müssen wir davon ausgehen, dass der Crash kommt und dass er auch furchtbar wird. Und dass eben die Diegelliste recht hat, wenn sie sagt, dass nur 28 Millionen überleben würden. So, und in diesem Sinne würde ich euch also raten, deckt euch ein mit Trinkwasser, Nahrungsmitteln, was ihr braucht an Medikamenten. Ja. Rechnet damit, dass mindestens 4 Wochen ein totales Chaos gibt mit Mord und Totschlag und dass die Großstädte alle zur Todesfalle werden. Also wer in Berlin wohnt, sollte sich kümmern, dass er bei Verwandten außerhalb der großen Städte unterkommt. Für die Zeit, wo es richtig rumwillt. Weil aus solchen Großstädten kommt er nicht raus. Das Militär regelt die Großstädte ab. Und danach seid ihr euch selber überlassen. Ihr könnt euch dann dort nicht helfen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Autobahnen gesperrt sind, sodass man also sich auch nicht bewegen kann, dass die Tankstellen zu sind und so weiter. Und mit allen diesen Dingen müsst ihr vorplanen. Und wer das nicht gemacht hat und wer denkt, es passiert nicht, den erwischt es kalt im Schlaf. Ne? Ich erinnere wieder dran, hatte ich letztens der Werteunion auch schon geschrieben. Die Werteunion will ja so eine Reformation der CDU machen. Und die glaubt also, dass sie, wenn sie also immer mit guten Vorsätzen, guten Programmen der CDU wieder auf dem richtigen Weg hilft, dass das die Lösung der Probleme ist. Das ist aber ein Trugschluss, weil der Zusammenbruch des Geldsystems einfach schneller abläuft, als die Reformationsbemühungen greifen. Insofern läuft es also ins Leere. Man kann zwar damit die Leute bekannt machen beim Volk, die hätten ja anders machen können, aber sie können den Erfolg ihrer Mission nicht unter Beweis stellen, weil der Patient tot ist, bevor die Operation abgeschlossen ist. So einfach ist das. So, und ich habe von Anfang an gesagt, jedes Stückwerk ist Murks. Auch wenn die AfD jetzt versucht, auf der ungültigen 1919er Verfassung irgendwas zu verändern, es ist Putsch, so wie ich beim ersten Teil auch erklärt habe. Die einzig richtige Sache wäre, auf den 27.10.1918 zurücksetzen und dann von dort aus geordnet weitermachen.
Okay, ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich mache dann später nochmal ein Video.